Lampe. Grüß Gott, ich will ein aufgebraucht Kerzen machen, in Anführungsstrichen, weil ich glaube, da sind kaum Kerzen leider drinnen. Im Sommer bin ich natürlich nicht dazugekommen, weil im Sommer war es viel zu warm dafür. Jetzt wäre die Jahreszeit, aber ich habe Angst dabei einzuschlafen, wenn die Kerzen brennen. Aber ich werde es heute versuchen, ich werde heute meine Wohnung aufräumen und werde heute endlich mal versuchen, nach langem wieder Kerzen anzuzünden. Also wird es eher ein Raumspray aufgebraucht Video. Aber das ist schon so voll und ich habe mir gedacht, ich mache das Video, weil ich habe es auch schon lange jetzt nicht mehr gemacht, das Video. Also ja, ich muss mir nur da nur kurz eine Tüte oder so herrichten, damit ich die da reinwerfen kann. Als allererstes will ich euch das Baumwolle zeigen. Das indische Baumwolle, das kennt ihr sicher noch. Das habe ich auch voll gern, dieses Raumspray-Teil. Ich liebe dieses Ding. Das liebe ich wirklich. Das ist das erste und einzige, was ich wirklich mag. Es gibt es leider nur in so einem 1-Euro-Laden, deswegen, ja. Ich habe sogar noch ein paar Backups. Dann, das war noch vom Winter. So, Vanilletraum und Orchidee. Das sieht so aus, das ist von DM, das kennt sie sich auch. Das mag ich eigentlich auch ganz gern. Also die DM-Denk mit mag ich auch sehr gern. Besonders das, das hatte ich voll oft, das war diese Sommerliebe. Da habt ihr es einmal und hier habt ihr es einmal. Also das hatte ich echt oft. Das entsorge ich, das ist noch voll, aber seht ihr das? Es sprüht nicht. Hört ihr das? Es ist noch voll, aber es sprüht einfach nicht. Deswegen von Denk mit werde ich mir solche Sprühteile nicht mehr kaufen. Nie, nie wieder. Oh Mann, ich hatte echt ein Problem mit diesem Sommerliebe-Duft. Da habe ich es nochmal aufgebraucht. Ja. Das klingt voll komisch. Achso, dann habe ich einmal aufgebraucht. Das habe ich von Teddy, glaube ich. Das ist dieses Himmelsfrische und weißer Flieder gewesen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das mochte oder nicht, weil ich habe jetzt gar keins mehr gekauft von Teddy. Aber das mochte ich schon. Das ist auch von Teddy, das ist das Kokos und Ananas. Das mochte ich wirklich gerne. Das ist eins meiner absoluten Lieblinge von Teddy. Ich habe nur schon lange keins mehr gekauft, da habt ihr sogar noch eins, was aufgebraucht ist. Und als gut, zu guter Letzt noch einmal. Also das mochte ich echt gerne, wie man sieht. Kommen wir zu den drei letzten Sachen. Ich habe noch von Ipuro. Ah ja, das war in dieser Weihnachtsedition. Und einmal von Denk mit habe ich das Vanille. Ich glaube, das war von Denk mit. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das war das Vanille. Das hatte ich am WC stehen. Und das hatte ich in der Küche. Ich gebe mal kurz diese Tüte von meiner Schoß. Das hatte ich ja in der Küche stehen. Das ist das mit diesen Schneeflocken gewesen. Mochte ich auch voll gern. Das Problem ist nur, die gehen so schnell leer von Ipuro. Und das gibt es heuer sogar wieder. Ich habe es gesehen. Also das gibt es heuer wieder. Passt eigentlich eh relativ zu Winter, dieses Video. Das fand ich echt gut. Und das Problem ist, diese Ipuro-Teile gehen so schnell leer. Deswegen kaufe ich mir die nicht mehr nach. Ich finde das zu teuer, für dass die so schnell leer gehen. Das war's jetzt mit dem Video. Ich weiß, es war relativ kurz, aber ich wollte das unbedingt schon abdrehen, weil es waren relativ viele Raumdüfte, die da Leergangen sind. Ich kriege in letzter Zeit keine Kerzen leer. Ich hoffe, das wird sich jetzt bald endlich mal ändern, jetzt wo die Jahreszeit dazu ist. Es ist auch heute schon wieder so düster, also ich hoffe, dass das Licht geht mit dem Filmen. Die Winterzeit ist immer sehr schwer, Videos zu drehen für mich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es so kurz war. Ihr könnt es mir mal gerne schreiben, ob ihr auch so kerzenvoll seid in letzter Zeit. Ich bin in letzter Zeit bei vielen Sachen voll. Kerzen, beim Eincremen. Katastrophal. Außer Gesicht. Gesichtspflege, da bin ich sehr heikel. Aber bei Körpereingremen bin ich echt voll. Da bin ich wirklich voll. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, jetzt kann ich das endlich entsorgen. Gott sei Dank. Und ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt nur solche Raumdüfte und so waren. Aber ich bin motiviert, Kerzen wieder aufzubrauchen, weil ich habe noch sehr, sehr viel. Wenn ihr euch das Kerzenvideo anschaut, das ist komplett gleich geblieben, weil ich noch keine leer gemacht habe. Also ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!